Das Restaurant am Flugplatz in Kapfenberg von Christian Ankrisch neu übernommen, wurde wieder zu einem beliebten Treffpunkt. Das Restaurant, von 9 bis 22 Uhr täglich geöffnet, hat viel anzubieten. Ja, das Flugplatzrestaurant bietet jetzt im Sommer also eine ausgezeichnete Terrasse. Wir haben so einen Sitzplatz, Sitzgarten, italienischen Stil für ca. 100 Personen jetzt. Ausgezeichnetes Wetter, gute Eisbecher, gute gekühlte Getränke und ab sofort kochen wir eine gutbürgerliche Küche mit saisonalen Schmankerln, derzeit eben Eierschwammerl und beginnen mit Mittagsmenüs und einer Küche mit frischen Salaten, frischen Fischen und gutbürgerlichen Schmankerln. Christian, ein erfahrener Gastronom mit viel internationaler Erfahrung, weiß, wovon er spricht. Ich bin grundsätzlich gelernter Koch und Kellner, habe da in Bad Mitterndorf im Ennstal meine Ausbildung genossen, war dann mehrere Jahre im Ausland, England, Kanada, 3 Jahre in der Schweiz und bin dann zurückgekommen in meine Heimatstadt, habe am Schirmitz schon ein Gasthaus gehabt, also Müllrad-Restaurant, wenn man das noch in Erinnerung hat, dann die steirische Stuben, die haben wir aufgebaut wieder neu und habe dann dazwischen eine kurze Auszeit gehabt und war jetzt in 2, 3 Betrieben als Geschäftsführer tätig. Bei mir ist im Restaurant Flugplatz immer relativ viel los. Wir haben heute zum Beispiel ein Trikertreffen hier. Wir haben heute eine Flugschau, wo man mit Gästen Rundflüge buchen kann. Dazwischen ein kühles Bier oder einen guten Kaffee auf der Terrasse nehmen und danach in unseren neu adaptierten Räumlichkeiten ein gutes Schmankerl essen kann und auf unserer Terrasse den Sonnenuntergang genießen kann in einer Umgebung, die für Kapfenberg einmalig ist. Und jeder, der Christian Ankrisch kennt, weiß, dass er mit seinem Team, Küchenchef Hans, Tanja, Michael und Markus im Service, für seine Gäste nur das Beste will. Und daher möchte er sie auch persönlich ins Restaurant am Flugplatz einladen. Herzlich willkommen im Restaurant am Flugplatz. Nach längerer Zeit haben wir wieder geöffnet, wir haben unsere Küche umgebaut, eine schöne Terrasse mitten im sonnigen Kapfenberg und ich würde mich freuen, wenn wir viele Gäste begrüßen dürfen und mit unseren Schmankerln bekochen können. Und wir wünschen ihm ebenfalls einen guten Start für sein Restaurant am Flugplatz.